im Erfindungsbüro, Josef. Josef, ganz genau. Und, wir zählen wieder gemeinsam ein. In 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, Chefin! Sekunde bitte. Ja, bitte, hereinspaziert. Hallo. Hallo, ich bin Josef, ich grüße Sie. Helena, hi. Hallo, Helena, wir hatten telefoniert. Ja, ich habe mich beworben auf die Stelle als Praktikantin. Ja, natürlich, sehr imposanter Lebenslauf, wenn ich das direkt am Anfang sagen darf. Stopp, ich brauche eine Emotion. Aufgeregt. Wenn du direkt mal rausschauen möchtest, das hier ist unsere Fabrik und das hier unten, das sind... Das sind Deutschland! Unsere Mitarbeiter. Das sind wirklich für Deutschland! Stopp, ich brauche ein neues Gefühl. Gut. Das ist total toll hier. Entschuldigen Sie, ich bin ganz kleines bisschen aufgeregt. Dann kriege ich immer so eine hohe Stimme. Herrgott noch mal! Ja, könnte sich bitte mal zusammenreißen? Ja, es kann doch nicht so schwer sein, seine Gefühle ein wenig unter Kontrolle zu halten. Das ist überhaupt kein Problem. Wie war der Name? Helena. Helena. Mhm. Verstehen Sie das? Ja, verstehe ich. Gut. Ha! Ist toll hier bei Ihnen. Ist toll hier bei Ihnen. Das will ich wohl meinen. Stopp! Ich brauche eine neue Emotion. Erregt. Ängstlich erregt. Das will ich wohl meinen. Haben Sie gut hergefunden? Ob Sie gut hergefunden haben, habe ich Sie gefragt. Ja. Hab ich. Gut, Helena. Stopp, ich brauche ein neues Gefühl. Hass, Wut, das ist mir zu nahe dran, an dem, was ich gerade hatte. Traurig. Mehr? Sagen Sie da jetzt nicht? Also ich habe einen ganz tollen Lebenslauf geschrieben und geschenkt. Ich bin auch wirklich die Richtige für die Stelle. Helena? Oh Gott, was ist denn los mit Ihnen? Was weinen Sie denn jetzt? Ihr Lebenslauf? Ja, was ist mit meinem Lebenslauf? Habe ich den falsch geschrieben? Ja. Was? Um Gottes Willen! Der ist nicht so ganz berauschend. Sie haben doch noch gar nichts gesagt, dass der beeindruckend ist. Sie verwirren mich. Jetzt habe ich... Gott, Sie verwirren mich. Ist es ein Rätsel? Muss ich das Rätsel lösen? Helena, bitte setz dich. Nein! Helena, bitte setz dich. Ich will nicht. Helena, bitte. Okay, wenn Sie noch weinen, Sie denn. Helena, bitte. Was ist denn los? Helena. Ja. Stopp. Liebe. Helena. Was ist denn los? Sie haben gefragt, warum ich so traurig bin. Mhm. Sie sind die einzige Bewerberin. Das muss ein Zeichen sein. Ich weiß es nicht, ob das ein Zeichen ist. Doch, das ist ein Zeichen. Weißt du, Sie haben beim... Oh, ich bin beim Du gelandet. Entschuldigung. Das ist nicht schlimm, Helena. Oh. Ich bin der Karl-Heinz. Karl-Heinz, Josef. So. Guter Name. Ja, Karl-Heinz, Josef. So heißt unsere Firma. Ja. Darf ich Kalle sagen? Natürlich dürfen Sie Kalle sagen. Kalle, weißt du, Sie haben in der Schule beim Bewerbungstraining gesagt, man soll seinem Herzen folgen. Und ich hatte ein bisschen Angst gerade, aber jetzt gerade sagt mein Herz, dass das hier genau richtig ist. Stopp, ich brauche ein neues Gefühl. Liebe. Eifersucht. Gern ein bisschen lauter, damit ich es hören kann. Impulsivität. Impulsivität. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin genau richtig hier. Ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang auf dieses Bewerbungsgespräch hingearbeitet. Na ja, Gott noch mal! Schauen Sie sich das mal an hier! Sie sind die einzige Bewerberin und
Was haben Sie vorzuweisen? Was haben Sie bisher in Ihrem Leben gemacht? Schauen Sie sich das mal genau an. Nein, Sie zerreißen jetzt Ihre Bewerbungsunterlagen nicht. Was machen Sie denn da? Herrgott doch mal! Oh. Helena, du bist kreativ. Oh. Habe ich den Job? Moment, Helena. Ich habe mir das so nicht vorgestellt, aber... Moment, Helena. Stopp, ich brauche ein neues Gefühl. Glücklich, hat jemand gesagt. Finde ich gut. Helena. Ja. Nimm Platz. Gerne. Wo darf ich unterschreiben? Ich möchte das nur hier, genau an dieser Stelle unterschreibst. Und weißt du was, Helena? Ich danke dir für dieses Herz. Nur noch eine Frage. Ja. Wie wird denn dein Antrieb sein, den du verbauen wirst? Hast du da schon eine Idee? Weißt du, Kalle, wir leben ja auf diesem Planeten alle gemeinsam, ne? Ja. Und wir haben ja nur diesen einen Planeten. Ja, warte. Lass mich dich anschauen. Ja. Ja. Und Liebe ist das Allerwichtigste. Liebe für den Planeten. Und deswegen auf jeden Fall nachhaltig. Das heißt, in... Sonne. Sonne? Ja. In... Solar! Ja, Helga! Das ist die Zukunft! Du hast den Job! Herzlichen Dank!